Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Tja, was erwartet uns da? Ich hoffe, dass das jetzt hier so funktioniert in dieser Perspektive. Ich hol mal eben mein Cuttermesser. So. Oh ja, das klappt gut. Super. Okay, damit links. Machen wir doch mit links. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ja. Ich habe heute einen ganz besonderen Vlog für euch vorbereitet. Wer ein bisschen aufmerksam ist, weiß, was drin ist. Wie viele sind es denn? Zwei? Ich glaube, alle brauchen wir erstmal nicht. Wir nehmen erstmal nur drei raus. Wir können ja nachnehmen. So. Okay, ich hoffe, das klappt alles so. Warte mal, ich ziehe euch mal ein bisschen tiefer. So, Cuttermesser. Wer mich kennt, weiß, dass ich die schon mal bestellt habe. Die gibt es natürlich nicht bei Diamond Painting mit Herz. Das sollte euch klar sein. Aber das, was da reinkommt, das gibt es natürlich nur bei uns in so schöner Auswahl. So. Kennt ihr, oder? Könnt ihr das sehen? Ja, ihr könnt alles sehen. Müssen wir jetzt mal vorsichtig aufschlitzen. So, das ist nämlich auch der Grund, warum hier aktuell nicht der Bulli auf dem Tisch liegt. Nicht kein Bild, sondern der Bulli. Da sind sie wieder. Ja, Nachschub. Nachdem ich ja mein tolles Regal bekommen habe. Oh, ich glaube, das kennt ihr noch gar nicht. Das zeige ich euch gleich. Was habe ich jetzt gesagt? Genau, nachdem ich mein tolles Regal bekommen habe, wusste ich schon, dass ich Nachschub bekommen werde. Und deswegen bin ich ganz, ganz glücklich, dass das hier heute klappt. Ja, wir haben schon Freitag. Ich habe meine Uhr gar nicht auf. Vorhin Bolognese gemacht und deswegen mache ich die dann gerne ab, weil ich immer so ein bisschen Angst habe um mein Armband. Ja, bin ich glaube ich noch in der Küche. Egal. Genau. So. Ich gucke immer, ob die heile sind, aber ganz ehrlich, ich schicke die halt auch nicht zurück, ne? Das mache ich irgendwie auch nicht. Oder klappert was? Ich guck mal. Jo, könnt ihr das sehen? Da drinnen liegt ein Nupsi. Die Nupsis sind oben an den Schubladen. War bei den anderen auch. Das kann echt passieren. Ich finde es jetzt nicht so tragisch. Ich bin da nicht so. Ich bin nicht so der Zurückschicker und Reklamierer. Und klar, wenn es jetzt echt gravierend ist, dann sage ich auch, Leute, ist blöd. Aber so, alles gut. Ja, hier hat es auch eine kleine Macke. Alles gut. Solange alles funktionsfähig ist, ist alles super. So, das war der zweite Streich. Ich schmeiße mal da unten rein. Zack. Und dann noch das dritte. Ich habe wieder das mit den 12 Schubladen genommen. Das heißt, was ist denn das hier? Das heißt, es passt wirklich jede Menge rein. Also auch vom Fassungsvermögen. Ne? Ich bin da echt Fan von. Ich glaube, ich hatte das mal ausgewogen, ausgemessen, ausgerechnet. Da passen, glaube ich, um die 60 Gramm rein, wenn ich mich nicht irre. Genau. Ich muss immer so ein bisschen hier um die Ecke gucken, dass ihr auch alles gut sehen könnt. So. Okay, sie. Da ist sie. Stopfen wir mal eben in Müll. So, jetzt habe ich hier noch meinen super tollen Sammelordner rausgesucht. Ihr wisst bestimmt, was da drin ist, aber ich sage es euch auch gerne. Und zwar meine Etiketten.
So, da suche ich mir jetzt einen Bogen raus. Das wird wahrscheinlich eine sein. Naja. So. Zack. Für solche Sachen habe ich immer gerne die Stickerbögen da. Die sehen super, super schön aus. Das ist die passende Farbe. Alles gehört einfach optimal zusammen. Jetzt brauchen wir natürlich noch Steinchen. Das ist normal. Okay. Hier habe ich einmal die vom Adventskalender. Hier habe ich einmal Strass-AB. Hier habe ich noch ein paar Metallic. Die meisten Metallic sind tatsächlich gerade in dem aktuellen Projekt. Aber gut, Strass-AB machen wir, glaube ich, als erstes. Damit fangen wir an. Mal eben gucken, das sind ABs da oben. Ich zeige euch mal eben mein Regal. Moment. Schaut mal. Ist es nicht schön? Doch, ist es. Es ist wunderschön, es ist wunderschön, es ist wunderschön. Yep. So, wieder einspannen hier euch, Lurchis. So. Okay. So. Ja, packen wir die erstmal beiseite. Dann packen wir hier unser Wunder erstmal aus. Zack, zack, zack. Das haben wir schon mal. Und in den vom Adventskalender sind ja auch noch ganz, ganz viele. Das müssen wir dann jetzt gleich erstmal zuordnen. Beispiel die hier. Die waren nicht im Adventskalender, ne? Die habe ich tatsächlich selber bestellt. Das Licht. Ja. Meine Lieblingssteinchen. So, hier sind auch welche. Und hier. Da. Aber ich liebe dieses Einsortieren, ne? Das ist durchmunken und so. Die werden ja nicht nach Farbe sortiert, die sortiere ich nach DMC. Genau, die waren alle im Kalender. Ich habe das alles noch zusammengelassen. Hier ist schön die Luft raus. Damit ich weiß, was da drin war. Und ich hatte natürlich auch noch keinen Platz dafür. Ich habe mir noch keinen Ort überlegt. Und ja, es lag irgendwie auf der Hand, dass ich dann meine Aufbewahrungsbox nochmal bestelle. So. Nur einmal hier durchkramen, ob das jetzt alles sind. Ja, sieht so aus. So, kann man das nämlich alles mal schön wegsortieren. Ja, dann würde ich sagen, geht's los. Also wir haben hier. Mal, mach mal. Oh ja, wir machen einen Blitz an. Nicht verfügbar, wenn das Ultraweitwinkel. Habe ich ja nicht. So. So. Jetzt könnt ihr das schön sehen. So, dann stelle ich euch ein bisschen weiter weg. Und natürlich zeige ich euch gleich noch den neuesten Schreitag von heute Abend, nicht? Ist ja klar. So, ich setze mich mal quasi so ein bisschen hier vor euch. Ich glaube, so geht es ganz gut, ne? Oh ja. Oh ja. Okay, ich schiebe die mal alle hier rüber. Eine Schere brauchen wir noch. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wenn wir sowas hätten. Hammer. Haus verliert nichts. So, okay. Wir nehmen jetzt erstmal hier meine schon eingetüteten. Also 3808, dann brauchen wir natürlich auch 3808 auf unserem Bogen. Ich sehne schon. Da. Zack.
Und dann nehmen wir uns die erste Schublade und versuchen es einigermaßen. Naja, ist okay, draufzukleben. So, und jetzt füllen wir uns die Steinchen ein. Ich könnte natürlich jetzt auch hier die hier selber beschriften, dann würde ich das Ganze sparen. Aber ich will es ja so schön haben. So, die Tütchen bewahre ich nicht auf, weil da immer beim Strass so ein bisschen Gefitzel drin ist. Ist es schön? Ist es, oder? Ist es mal so richtig? So, die packe ich jetzt erstmal wieder hier rein, damit nichts dran passiert. Wir haben bestimmt hier noch mehr 3808 rumfliegen. Ja, guck mal, da ist sie. Dann können wir die direkt da rein tun. Das müssten jetzt 10 Gramm sein und jetzt kommen die nächsten 10 rein. Wo seid ihr? Da. So. Die wirken jetzt bei euch in der Kamera ein bisschen bläulicher. Die sind tatsächlich ein bisschen türkiser. Ja, türkis trifft's gut. So, wir machen weiter. Was haben wir hier? 3328. Da hinten. Da. So. Naja. So. Funkelt schon echt toll, ne? Ja, ja, ich hoffe, ihr habt gestern zugeschlagen. Ich hoffe, ihr habt es irgendwie mitbekommen. Was haben wir hier? 3341. Wir gucken dann. Muss ja jetzt nicht alles sofort sein. So. Nächste Sorte. Nummer 741. Boah, die funkeln, ne? Ich muss sagen, das ist jetzt hier aber auch wirklich extremst tolles Licht und ein ganz, ganz klares Bild. Ich hoffe, dass sie bei YouTube dann auch genauso rüberkommen. Das wäre natürlich schön. So. 741. Da. Neuer Versuch. Okay, er sollte wenigstens am Anfang gerade sein. Ja, gut. Top. So. Ich liebe sowas, ne? Vor allem, wie schön die gleich in den Kästen aussehen. Das dürft ihr nicht verpassen. Also dranbleiben. So, da sind noch zwei. Ich möchte bitte alle haben. Die ist leer und die ist leer. Zack. Schön das aussieht. So, das könnt ihr auch, genau. Guck mal hier, haben wir die nächste Tüte aus dem Adventskalender. Also für euch zur Info, wir haben Freitag 16.09 Uhr und ich wusste, dass die heute kommen. Und deswegen habe ich extra gewartet und deswegen gibt es heute einen sehr späten Vlog. Das funkelt. Kriegst die Tür nicht zu. Und ist auch eine schöne Anzahl. Also so, ich finde, so 20 Gramm kann man ruhig immer im Haus haben. Ja. So, als nächstes brauchen wir 3818.
Die Kinder sind gerade draußen Fahrrad fahren. Dann habe ich ein bisschen Ruhe. Daniel ist auch schon zu Hause. Ich habe gesagt, so Leute, ich will meinen Vlog noch machen. Alle raus hier. Ich will meine Ruhe haben. So, 38, 18, das wissen die auch, ne? Also, live gehen und Vlog, das ist so Stille hier. So. Bevor ich die euch jetzt so nah zeige, suche ich erstmal die andere Tüte noch. 943, 964. Oh, die sind zu grün, das sehe ich schon. Nee, das ist eher dunkelgrün. Also es waren ja, ich weiß gar nicht, ob wirklich alle, die im Shop waren. Nee, ist doch nicht alle, die im Shop waren, auch im Kalender gewesen, oder? Weiß das noch jemand? Das war ja klar. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber gut. Kein Verschenken. Guck mal, schon durch die Box, ne? Lieben wir, oder? Ja. Gleich kann ich euch nochmal ganz nah ranholen. 38, 8. So. Nee. Hier. 815. Die sind auch heftig. 815. Also. Ein Danksy. Ich mache jetzt nicht alle mit euch, denn ein paar sind noch fürs Live-Video für TikTok am Freitagabend. Ja. Aber ihr habt dann immer ein paar gesehen, falls ihr das Live-Video leider verpasst habt. Ich mache euch aber auch noch zu einem ein Video auf jeden Fall. Genau. So. Ich glaube, das ist mein erstes Hochformat-Video, was ich bei YouTube hochladen werde. Ich hoffe, das geht auch so. Ich mache jetzt gleich als erstes. Sonst wäre es nämlich sehr, sehr schade. Sind die doch bestimmt, ne? Manchmal muss man so ein bisschen suchen, dass man die goldene Nummer daraus findet. Aber ja. Sie sind es. 815. So. Hier haben wir noch eine. 315. Haben wir da. Ich denke ja, dass der nächste Vlog wieder ein ganz normaler Painting-Vlog wird. Aber ich dachte mir, wenn sich so eine tolle Situation hier ergibt und wir so nah an die Steine können, dann machen wir das doch. Ja. So, immer erst den Aufkleber draufkleben. Dann weiß ich nämlich jetzt ganz genau, aha, okay, 315. Sind es die hier? Sieht erstmal so aus. Nee. 33, 28. Ach, die hatten wir vorhin. Die lege ich mal da oben drauf. Ups, sorry fürs Wackeln. Was ist das? Ich kann das nicht lesen. 33, 40. Sind es die hier? Nee. Nee. Kann auch sein, dass die in meinem Projekt mit drin sind. Also die müssen nicht hier auf dem Tisch liegen. Kann auch sein, dass ich sie gar nicht nochmal in einem Zoom-Tütchen habe.
So, dann können wir das hier noch reinpacken. Haben wir noch eine? Ja. Nummer 150. Boah, die sind so krass einfach. Himmel, die Berge. 150, ganz oben. Allererste DMC-Nummer. Zack. In der schönsten Orchidee der Welt, wer es nicht weiß, habe ich ja schon einige Farben davon verwendet, 6 Stück, für die Sparkelblätter. Und das hat mich sehr erfüllt. Oh, guck mal, hier haben wir direkt das nächste Pack. So. Hallo, geht doch nicht rein. So. Was haben wir hier? 907. Man sieht sich aber auch nicht satt an denen, ne? Das geht nicht. Jedes Mal, wenn ich sie raushole, denke ich mir, oh Gott. Gott, seid ihr schön. Warum seid ihr so schön? Ja, dann habe ich ja noch die Fairy Dust Muster. Dann habe ich noch die Metallic Steinchen. Dann habe ich noch die Jelly und Jelly AB. Haben wir noch irgendwas? Oh ja, die Strasssteine hätte ich auch noch. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die wirklich reintue oder nicht, weil ich davon echt einige habe. Und das auch einmal rund und einmal eckig. Oder ob ich es im Koffer lasse. Ich weiß es noch nicht. So. Dann. Was haben wir hier? 762. 3078. 746. Okay, dann machen wir die erstmal. Ich wollte gerade sagen, erinnert mich daran, dass ich euch den Schreitag noch zeige, aber könnt ihr ja nicht. So, nochmal überprüfen. 746. Passt. Ja, dann machen wir jetzt hier auch... Oh, vorsichtig. Dann machen wir jetzt hier auch ein so ein 12er-Ding voll. Das machen wir. Das machen wir. So. Haben wir hier Schönes? 943. Die sehen auch mega aus, ne? 943 da unten. So schön, oder? So, was haben wir hier? Wie das funkelt, das ist der Wahnsinn. Da. 632, oh ja, ist braun. Eins der schönsten Brauntöne, die man so gesehen hat, muss ich ja mal sagen, ne? So.
Ich weiß nicht, warum ich den Zipfel nicht immer ganz abschneide, sondern den Rest immer noch so reißen muss. Und der Gefahr hinauslaufe, dass ich es eventuell aufreiße und alle durch die Gegend fliegen. Keine Ahnung. Irgendein Spleen hat man ja immer. So, 37,99. Was haben wir denn hier? Oh, 154. Ist auch schön, ne? Und hier 38,46. Komm, die machen wir jetzt. Boah, wie krass die einfach aussehen. Da. Noch eine kleine Tüte. Oh, eine kleine. Eine kleine. Guck mal. Nochmal überprüfen, aber ja. So, jetzt habe ich den Schniepi ganz abgeschnitten. Boah, wehe. Wehe. Hochformat geht nicht. So, jetzt wird's voll. Toll. Fokus. Das sind so Momente, die muss man dann auch einfach mal genießen, ne? So. Jetzt schieben wir das mal beiseite. Stelle ich das mal hier so hin. Moment. Schaut euch das an. Ist das nicht genial? Das genießen wir kurz, ja? Ich kann ja immer reden, aber da versuche ich jetzt mal kurz leise zu sein. Wow. Oh mein Gott, ich lieb's. So, und wie versprochen noch die Schreitagbilder. Ihr seht es ja wie immer am Sonntag ab 12 Uhr bis 23.59 Uhr sind die natürlich noch mit 10% im Shop. So, den Rest findet ihr dann auf TikTok und auf Facebook. Ich sage vielen Dank. Es war mir wieder eine Riesenfreude mit euch. Und sage bis zum nächsten Mal. Habt noch ein schönes Wochenende. Tschüss!